Hallo Freunde, ich habe hier eine schöne Überraschung für Lucky bei Amazon bestellt. Das sind Dinosaurier-Eier, die man in Wasser züchten kann und die schlüpfen dann nach ein paar Stunden. Kommt, wir rufen ihn mal. Lucky! Ich komme! Oi, Entschuldigung. Verzeihung, war alles mit Absicht. Ach so, oh, was ist das? Lass mich raten, Leckereien für Lucky. Nein, nicht ganz. Das sind ganz viele Eier, die eine Überraschung für dich im Inneren haben. Echt? Ich liebe Kinderjoy. Nein, sind keine Kinder, Joy. Und was dann? Das siehst du gleich. Ich will's jetzt sehen. Ich komm. Ist das hoch, ey. Warte doch, ich zeig's dir. Da sind 12 solcher Dinosaurier-Eier drin und wir werden heute versuchen, die Eier auszubrüten. Echt? Du willst dich auf die Eier setzen und warten, bis da Küken schlüpfen? Nein, nicht ganz. Hier noch ein. Schaut mal, die sind in verschiedenen Farben. Vielleicht sind manche Fleischfresser und andere Pflanzenfresser. Was meint ihr? Und da ist ein rotes Ei. Also, das ist bestimmt von Tyrannosaurus Rex. Irgendwie denke ich, dass das doch Kinderjoy sind, befüllt mit leckerer Schokolade. Und das rote Ei gehört mir, weil ich auch rot bin. Na, und hier ist ein blaues Ei. Das kannst du den Schlümpfen schenken, schmeckt bestimmt nicht. Lasst uns mal das Ei hier rausholen. Ich fange mit dem grünen mal an. Aha, das Papier kommt auch weg. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und da sind so komische Löcher drin. Interessant. Lucky? Ja, Chef. Kannst du mal riechen und mir sagen, nach was es riecht? Es riecht nach Rosen. Wirklich? Natürlich nicht. Es riecht nach nichts. Du bist ja ganz witzig, was? Danke, danke. Man tut, was man kann. So, ein goldenes Ei. Interessant, was da für ein Dinosaurier wohl stecken mag. Ein Fleischfresser oder Pflanzenfresser? Schreibt mal eure Meinung doch in die Kommentare. Schauen wir, wer es von euch alles geraten hat. Hier sind 4 verschiedene Eier. Oh, und mein roter ist auch dabei. Na, komm zu Papa. Hey, lass das. Wie lass das? Es ist rot, genau wie ich. Es ist unser Schicksal, dass ich es essen werde. Na, 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 na. Das werden wir ja sehen. Oh, und wie, mein Freund? Na, 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 na. Also, ich denke, ich muss die ganz gut im Auge behalten. Nicht, dass die Nervensäge tatsächlich versucht, die Dinosaurier-Eier zu fressen. Übrigens, falls ihr euch so welche Eier holen wollt, könnt ihr am Ende des Videos in der Beschreibung den Link dazu finden. Ich würde sagen, heute versuchen wir nur 4 Eier auszubrüten und später irgendwann mal die restlichen 8. So, an der Verpackung steht, die Eier ins Wasser reinlegen und nach 12 bis 24 Stunden knackst die Schale. Und dann? Na, keine Angst, Kinderjoy. Ich bin ja hier. Komm, komm schon. Oh Mann, ey. Gib das Ei her. Lucky, hör auf damit. Und wieso? Na, weil da keine Schokolade drin ist. Na, beweise es. Mache es kaputt. Nein, ich mache es bestimmt nicht kaputt für dich. Na, siehst du? Gib mir 24 Stunden Zeit und ich beweise es dir. Abgemacht. Ich brauche eine tiefe Schale und da kommt jetzt Wasser rein. Mann, ey. Wie kann man nur an Dinosaurier glauben? An den Weihnachtsmann glaubt er bestimmt auch noch. Und jetzt kommen die Eier rein. Oh, es schwimmt. Also, wie ich es verstanden habe, muss in die kleinen Löcher ordentlich Wasser rein. Na, da gelangt jetzt Wasser rein. Da sieht man an den Bläschen. Passt schon eine ganze Menge Wasser in so ein kleines Ei rein. Genau dasselbe habe ich mit dem grünen Ei gemacht und jetzt mache ich es mit dem blauen. Sieht gut aus. So, jetzt das rote Ei. Hä? Wo ist das? Schnell weg! Hier geblieben. Mann ey, lass mich doch etwas knabbern. Knabber an dem Stuhl oder so, aber auf keinen Fall an einem Dinosaurier-Ei, klar? Na klar, Chef. So, da fließt jetzt Wasser rein. Oh, Mann ey, mein Kinderjoy. Wieso musst du so früh von mir genommen werden? Jetzt werden wir ein paar Stunden warten und schauen, was passiert. So, wir warten schon 2 Stunden. Oh, es tut sich da was. Lucky, bloß nicht essen, klar? Und an deinem Roten tut sich auch bereits was. Wirklich? Na, ich muss es selber sehen. Aha. So? So? Na, zeig dich mal. Das arme Ei, es weicht bereits auf. Mann ey, das Leben ist einfach unfair. Ich bin dann mal weg. Jetzt sind noch einige Stunden vergangen und schaut mal, die Dinosaurier fangen an zu schlüpfen. Das blaue Ei ist bereits offen, es ist sehr interessant. So, auch der zweite Dino ist geschlüpft, aber noch 2 weitere sind gerade erst dabei. Hey, wir warten und warten. Lass ein paar Bonbons mampfen, ha? Na, okay. Echt? Wow, das ging ja heute schnell. Na, wir warten ja auch bereits ziemlich lange auf die Dinos. Wer von euch mag als Giotto? Also ich mag die sehr. Oh, mein Schatz. Hey,
Die Dinosaurier sind schon lange geschlüpft. Wirklich? Lass uns mal nachschauen. Also, der sieht noch ziemlich klein aus. Normalerweise sollten die doppelt so groß werden. Hier ist, was noch von dem goldenen Dino-Ei übrig ist. Schon interessant gemacht. Na, holen wir noch den aus dem blauen Ei mal raus. So, und jetzt aus dem roten Ei. Hast du meine Giottos wieder heimlich gefuttert? Was? Sowas werde ich dir nie antun. Hey, du kennst mich doch. Ja, ich kenne dich. Mal schauen, ob es ein Fleischfresser ist. Als Kind habe ich Dinosaurier geliebt. Ich kannte sehr viele Dinosaurierarten mit dem Namen auswendig. Aber jetzt weiß ich nicht einmal, wie dieser Pflanzenfresser hier heißt. Na, zeig die mal her. Schau mal, Aki, ich finde, der sieht schon sehr verschrumpelt aus. Der muss noch ins Wasser, dann wird er doppelt so groß noch werden. Eigentlich müssen noch alle Dinosaurier ins Wasser. Und irgendwie, in den ersten drei Eiern waren alles Pflanzenfresser. Ich finde aber Fleischfresser viel cooler. Na, vielleicht ist das hier ein Fleischfresser. Solange der kein Bonbonfresser ist, kann ich damit leben. Was hast du da schon wieder? Nichts. Interessant, so sieht also nichts aus. Ich finde, es sieht eher aus wie die Nüsse von meinen Giottos. Was für ein Zufall. Na, dann holen wir mal unseren letzten Dinosaurier raus. Die Eierschale kaputt machen, so. Sieht auch aus wie ein Pflanzenfresser. Die zwei sehen sich von der Farbe sehr ähnlich. Ich nenne die Beavis und Butthead. Also, ich finde, die Eierschalen haben die sehr interessant gemacht. Eigentlich kann man sich da eher weniger beschweren. Also, hier sind die geschlüpften Eier. Ich habe mich etwas zu sehr beeilt mit dem Rausholen, aber die lege ich nochmal ins Wasser. Hä? Du bist kein Dinosaurier. Das ist Lucky sein Glumander. Aha, da versteckst du dich also, hm? Niemand kann sich vor Lucky verstecken. Komm, es wird Zeit für Experimente, ey. Komm schon. Übrigens, Freunde, wir haben 50.000 Abonnenten erreicht. Demnächst bekommt Lucky ein Haustier und die Eier werden wir auch noch ausbrüten. Der Link von den Eiern ist in der Beschreibung. Lucky, geh mal. Lass mich und vergiss nicht zu abonnieren und das Video auf Facebook euren Freunden zu zeigen. Lucky, ich will noch was sagen. Du hast hier nichts zu sagen, das ist mein Kanal. Gesund. Brrr. Gesund, ich hasse das Wort. Gesund. Brrr. Hör auf, das zu sagen. Gesund. Brrr. Lass das, ey. Gesund. So, welches Pokémon soll ich für den Anfang wählen? Glumanda, Pikachu oder doch die Schildkröte? Schwere Entscheidung. Welches bloß? Du, kannst du mir helfen? Wobei denn? Ich werde Pokémon-Trainer und möchte wissen, welches Pokémon ich als erstes nehmen soll. Na, nimm das, was am wenigsten Süßigkeiten futtert. Nimm Pikachu. Pikachu? Ja, der in der Mitte da steht. Ah, okay, verstehe. Er will, dass ich Pikachu nehme. Also, Glumanda, ich wähle dich. Schau doch nur die dicken Backen von Pikachu. Der frisst all meine Bonbons weg, ey. Na gut, Glumanda, dann kriegst du einen Glumanda. Holen wir mal die ganzen Sachen da raus. Was haben wir denn da? Hier die Anleitung, wie man seinen Glumanda zusammenbaut. Zeig mal her. Aha. Na, worauf wartest du noch? Na, dann holen wir die ganzen Mini-Lego-Steine mal raus. Ich mache da einen Schnitt mit dem Teppichmesser. So, da sind noch einige Steine drin, die wollen nicht so ganz raus. Na, wo ist mein Glumanda? Glumanda, komm zu Papa! Wir haben heute noch einen Kampf gegen Son Goku vor uns. Hey, Mr. Pokémon-Trainer, du stehst gerade auf Glumanda, der ist noch nicht fertig. Oi, na, beeil dich mal, ey. Seine Beine sind bereits fast fertig und ein Teil von seinem Schwanz. Bauen wir den mal weiter zusammen. So, Stück für Stück. Übrigens, Freunde, ich lasse euch die Links von den Pokémon in der Beschreibung da. Da gibt es Turtok, eigentlich fast alle Pokémon. Und bei mir geht das eigentlich ziemlich gut voran. Na komm her, ich krieg dich noch. Was sind das für Geräusche? Haha, jetzt bist du in der Falle. Heute kriege ich dich auf. Lucky, was machst du? Ich öffne meinen behaarten Bonbon mit dem Laser. Gib das her. Nein, weg da. Mann, gib her. Niemals, lass mich. So, hier, nimm das, du behaarter Bonbon. Gleich werde ich dich vernaschen, ey. Mann, wie lange habe ich drauf gewartet? Lucky, ich denke, es reicht langsam. Den kriegst du nicht so auf. Schauen wir mal, was du da angestellt hast. Na, außer ein paar Brandspuren sieht die Kokosnuss eigentlich noch ganz okay aus. Ha, dein Laser ist zu schwach. Bei 5000 Likes auf das Video mache ich ein Experiment Laser versus Lucky.
So, ich mache hier mal weiter. Und Freunde, habt ihr Lust, ein Experiment zu sehen, Lucky Bear versus Laser? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Na, dann komm, mach es doch. Ich habe Lust auf so ein Experiment, aber nicht mit leeren Magen. Gut, bekommst dann was zu essen. Ich will jetzt essen. Na gut, ich habe hier etwas Leckeres zum Naschen. Na, zeig mal her hier. Was ist das? Na, das sind so kleine Tomaten, die gibt es in verschiedenen Farben. In der Farbe Gelb oder in der Farbe Rot, deiner Lieblingsfarbe. Wow, Tomaten. Komm, lass mich mal dran riechen. Was ist das? Was? Die sind voll gesund. Brrr. Gesund, ich hasse das Wort. Gesund. Brrr, hör auf, das zu sagen. Gesund. Brrr, lass das, ey. Gesund, gesund. Die Tomaten sind gesund. Schnell weg gesund. Hier. Ich gesund. Hasse gesunde gesund. Tomaten. Na endlich, die Nervensäge ist weg und ich kann sein Pokémon weitermachen. Trotz dass die Legosteine so klein sind und ich dicke Finger habe, klappt es bei mir ziemlich gut, das Teil zusammenzubauen. Mit der Anleitung ist es auch ziemlich einfach. Also, die Eidechse ist schon fast fertig. Das ist Glumanda und keine Eidechse. Na, wo ist der Unterschied? Glumanda ist ein Drache, er kann Feuer spucken und wenn du mir kein Bonbon gibst, dann setze ich ihn gegen dich ein. Boah, habe ich Angst bekommen. Gib mir doch ein Bonbon, bitte. Na gut, hier habe ich so einen. Magst du die? Oh ja, das sind meine Liebsten. Freunde, wer von euch mag solche Kinder Bueno Schokolade? Also, ich mag glaube ich alle Schokolade von der Marke Kinder und Milka mag ich auch. Und ihr? Ah, da ist sie ja. Komm, mach die Kamera aus. Lass uns futtern. So, Glumandas Feuerflamme ist fertig. Die stecke ich da noch drauf. So. Und noch der schwarze Untergrund. Die beiden verbinden. Und fertig. Ich habe noch einige Lego-Teile übrig. Ob es Ersatzteile sind oder ob ich etwas vergessen habe, keine Ahnung. Jedenfalls ist Glumanda fertig und Lucky kann ein echter Pokémon-Trainer werden, so wie Ash Curry Ketchup es war. Ah, da bist du ja. Na, was stehst du hier so rum, ha? Komm. Komm, habe ich gesagt. Mann, ist der faul und ungehorsam. Son Goku wartet auf dich, ey. So, Freunde, Lucky ist zu seinem ersten Kampf gegangen. Ich denke, ich werde ihn mit Schokolade trösten müssen, nachdem er verloren hat. Auf jeden Fall, falls ihr solche Lego-Pokémon kaufen wollt, Link findet ihr in der Beschreibung. Die kosten 2 oder 3 Euro pro Stück. Bei 5000 Likes kommt das nächste Video online. Bis dann, bye.